am Abflugtag früh geweckt durch den Baulärm, ein tolles Frühstück genossen und dann noch einmal die Sonne auf der Terrasse des Hotel Indigo mit Blick über Madrid. So, letzter Tag vor Abflugtag. Sehr, sehr klare Sicht heute wieder. Einmal ein Rundumschlag von der Terrasse des Indigo aus. Am heiligen Ostersonntag hat man uns um 7:30 durch Bauarbeiten und entsprechenden Lärm geweckt. Ja, eigentlich ein Wahnsinn. Man ist in Madrid am 2. April und schaut auf Schnee, auf schneebedeckte Berge. Dann ein Spaziergang am Callao mit den Nebenstraßen und einen Besuch im Corte Inglés, von wo man aus der 9. Etage mit der offenen Terrasse ebenfalls einen schönen Blick über Madrid hat und auch sieht, wie all die Sehenswürdigkeiten nah beieinander liegen, sprich man alles zu Fuß wunderbar erobern kann. Was wir leider nicht machen konnten, ist ein Besuch im Retiro, was ein wunderbarer Park sein soll, denn der war geschlossen aufgrund eines tödlichen Unfalls durch einen herabstürzenden Ast. Das war sehr, sehr schade. Dann war es bald Zeit für den Abschied von Madrid. Wiederum in den Airport-Bus. 5 € kostet das und ab zum Flughafen, um zurück nach Düsseldorf zu fliegen. So, wir sind das erste Mal in der allerletzten Reihe bei Iberia. Und dann freuen wir uns jetzt auf einen schönen, ruhigen, pünktlichen Flug. Soplando por el tubo pulmonar on the rest active flight, ya que it can also be inflated by blowing into tube.
Guck mal, da stehen ganz viele in der Warteschleife. Siehst du? Ja, ja. Les damos la bienvenida a este vuelo de Iberia y especialmente a nuestros socios de Iberia Plus y de la Alianza Oneworld, para quienes la experiencia de vuelo se convierte en un viaje lleno de ventajas exclusivas y servicios preferentes. Si son ustedes socios del programa, recuerden que utilizando su tarjeta Iberia Plus en este vuelo y también en su día a día en las más de 100 compañías asociadas, acumularán avios que luego podrán canjear por vuelos. Oder fährt auch eine? Ist das München vielleicht? Die kleine, ja, das kann sein. Das heißt, wir fahren dann rein. Ach so, ja, das ist Abflugwarteschleife, oder? Mhm. Jo. Da werden wir uns wohl jetzt anstellen. Dann ist München vor uns. Da sind wir mal mit am Start, sag ich.